wirst du häufig schon vorher abgeblockt, ja, mit der, irgendwie eine, mit einem Verweis an irgendeine Infomail. Heute geht es mal um das Thema, den Trend. Ja, der Trend von der Infomail, also scheint mal wieder in den letzten Wochen und Monaten wieder stark zugenommen zu haben. Ja, dass du einfach irgendwo anrufst, dein Erstgespräch sozusagen, deinen Entscheidungsträger versuchst zu identifizieren und ans Telefon zu bekommen. Ja. Und dann wirst du häufig schon vorher abgeblockt, ja, mit der irgendwie eine, mit einem Verweis an irgendeine Infomail. Das kann funktionieren, muss aber nicht unbedingt. Ja. Das ist ja eher so eine Blockfunktion. Und häufig ist es sogar so, dass wenn du mit einem Entscheider telefonierst, ist mir jetzt auch immer wieder häufiger vorgekommen persönlich, auch dass selbst der dir irgendwie eine Infomail gibt. Ja. Es kann passieren, kann funktionieren, muss aber nicht. Und besonders bei den größeren Firmen dient die Info-Ad-Mail eher so als, ja, mehr oder weniger als Pubelle. Jetzt habe ich wieder das französische Wort im Kopf. Also ich bin echt manchmal richtig mit den ganzen Sprachen richtigen Mindfuck. Ja, so ein Müllkorb. Genau. Also Info-Ad-Mail ist halt wie so ein Trashcan, ja. Und es gibt einen kleinen Trick, den du da anwenden kannst, um das ein bisschen zu umschiffen und dein Gegenüber, mit dem du telefonierst, zu suggerieren, dass er dir auf jeden Fall eine oder ja, die bestmögliche Kontakt-E-Mail gibt. Und das ist der folgende Satz, ich habe mir nochmal aufgeschrieben. Unter welcher E-Mail-Adresse bzw. Durchwahl sind Sie denn am besten zu erreichen? Ich wiederhole es nochmal. Unter welcher E-Mail-Adresse bzw. Durchwahl und oder Durchwahl sind Sie am besten zu erreichen? Weil das ist so ein bisschen so ein NLP-Satz, ja, so ein bisschen mit unterbewusst, ja. Wird da einfach so ein bisschen gebohrt bei deinem Gesprächspartner, dass er dir auf jeden Fall die bestmögliche Kontaktadresse geben möchte, ja? Weil er möchte ja, dass du ihn bestmöglich erreichst. Ja? So ein bisschen, und das funktioniert. Ja, etwas ist sozusagen, ist erhöht ein bisschen die Wahrscheinlichkeit, dass du eben keine Info-E-Mail bekommst. Ja? Also das ist so ein kleiner Trick, den ich mir hier mal notiert habe, für dich, für euch. Ja, vielleicht könnt ihr auch mal ausprobieren, anwenden und mir dann sagen, ob es auch funktioniert hat. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Dein Thomas Klein und tschüssi.